Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über Autoren bzw. Autorinnen sprechen, von denen ich ungefragt und ungesehen und ohne zu zögern jedes Buch sofort kaufen würde. Ich habe mich für dieses Video für 6 Autorinnen entschieden aus dem New Adult Bereich. Ich werde das Video natürlich auch noch für den Fantasy-Bereich drehen. Da fällt es mir aber um einiges schwerer, weil die Auswahl in meinem Regal doch sehr, sehr groß ist und ich euch, ja, da auch nur 6 Stück zeigen möchte. Ich könnte euch noch so viel mehr zeigen, aber ja, ich habe gedacht, das ist jetzt eine zweiteilige Reihe. 6 aus dem New Adult-Bereich, 6 aus dem Fantasy-Bereich und wir starten mit New Adult heute. Deshalb bin ich auch so schön pastellig rosa angezogen, damit das auch schön zusammenpasst. Ja, mein Monk ist da sehr, sehr ausgeprägt. Aber um den soll es nicht gehen, sondern um die Bücher. Ich habe hier den Stapel neben mir liegen und greife einfach das erste Buch, das oben liegt. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Ranking nach die Autorin mag ich am liebsten, sondern es ist willkürlich. Die erste Autorin wäre Kira Crowe. Ich habe die Alles-Reihe so, so sehr geliebt. Besonders hier Band 2 mit Polly. Polly ist einer meiner allerliebsten New Adult Charaktere, weil sie einfach eine badass, taffe Powerfrau ist mit einem richtig großen Herzen. Ja, Kira schreibt wunderschöne Romane und nimmt sich auch immer schwere Themen vor die Brust, sei es jetzt in Band 1 zum Beispiel, ja, dass man sich von Menschen ein Bild macht, ohne sie zu kennen. Ich denke, das sind Dinge, die kennt jeder. Manchmal macht man es auch ganz unbewusst und wenn man die Person kennenlernt, dann merkt man, dass die eigentlich ganz anders ist, als man dachte. Hier geht es darum, dass manchmal die Leute wegen ihres Aussehens falsch eingeschätzt werden. Polly ist halt, ja, bringt etwas mehr auf die Waage und ist aber trotzdem so ein grandioser Charakter, weil sie einfach so freischnauze ist und alles raushaut und ein riesen Selbstbewusstsein vor sich herträgt. Ob das jetzt tatsächlich so ist, immer sei mal dahingestellt. Aber sie wirkt nach außen hin halt richtig, richtig, ja, wie eine Powerfrau, eine coole Socke. Ja, Kira hat aber auch einen ganz wundervollen Humor, also zwischen den Zeilen findet man sich so oft beim Lachen. Ich habe es super gern gelesen, ich habe jetzt auch noch Du bist mein Lieblingsgefühl hier stehen, das möchte ich auch ganz bald noch lesen. Ja, Kira wäre so eine Autorin, von der ich alles kaufen würde, ohne überhaupt den Klapptext gelesen zu haben. Kommen wir zur nächsten Autorin, die da wäre Ava Reed. Ich habe tatsächlich noch nicht alle Bücher von ihr, aber alle, die quasi neu erschienen sind, seit ich sie entdeckt habe. Warum ist Ava auf meiner Liste? Zum einen, weil sie aus Saarbrücken kommt, weil sie Saarländer ist oder Saarländerin ist und man sowas auch einfach mal supporten muss. Zum anderen schreibt sie super schöne Geschichten. Die Truly Madly Deeply Reihe, falls sie so heißt, habe ich sehr, sehr gerne gelesen und ja, auch nachhaltig lang darüber nachgedacht. Sie hat mir die damals auch signiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich finde es ja immer ganz klasse, wenn man zu Autorinnen auch so einen persönlichen Bezug hat. Hier ist es eben, dass sie aus Saarbrücken ist. Und ja, sie halt auch super sympathisch war, als man sich gesehen hat. Ich habe hier auch noch eine Autorin, die ich auf der Buchmesse getroffen habe und die ich dementsprechend auch nochmal mehr in mein Herz geschlossen habe, nachdem ich mit ihr gequatscht habe. Aber ja, darum soll es nicht gehen. Ava hat zum Beispiel auch die Whitestone Hospital Reihe geschrieben, falls euch das was sagt. Da kommt, glaube ich, auch dieses Jahr noch ein weiterer Band raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe tatsächlich bisher erst Band 1 gelesen, also mea culpa. Es liegt nicht dran, dass ich
ihre Bücher nicht lesen möchte, sonst wäre sie nicht in diesem Video. Es liegt tatsächlich einfach an meinem Zeitmanagement aktuell. Ja, aber Ava Reid wäre zum Beispiel auch eine Autorin, von der ich alles lesen würde, ohne überhaupt den Klappentext zu kennen. Die nächste Autorin schreibt auch im New Adult-Bereich, grob gesehen, aber ich glaube, von allen Autorinnen, die heute hier dabei sind, ist sie die, die den meisten Spice mitbringt. Und das ist L.J. Shen. Bei ihr muss man einfach wissen, auf was man sich einlässt. Sie hat grundsätzlich Bad Boys mit schwerer Vergangenheit, mit schweren psychischen Problemen, die Frauen nicht gut behandeln, aber die äußerst attraktiv sind. Das ist so die klassische Rolle eines Mannes in einem L.J. Shen Buch. Kann man mögen, muss man nicht. Also ich sag mal so, im Privatbereich würde ich jedem Einzelnen von denen meinen Schuh so weit irgendwo hintreten, dass er an anderer Stelle wieder rauskommt. Im fiktionalen Bereich finde ich das hin und wieder doch ganz spannend zu lesen. Gerade wenn es eben um sehr viel Spice geht, geht es mir nicht immer so sehr um den moralischen Kompass oder den Charakter des Protagonisten, sagen wir es mal so. Ja, also hier schweifen wir schon ab und zu auch so in die Dark-Richtung ab, aber nicht so stark, dass man sagen würde, es ist Dark Romance. Ja. L.J. Shen ist aber auf jeden Fall ein Unterhaltungsfaktor und deshalb zu Recht hier im Video vertreten. Kommen wir von dark und sexy zu dem kompletten Gegenteil. Die nächste Autorin schreibt Bücher, die ans Herz gehen, und alle ihre Bücher sind für mich Wohlfühlromane, und wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß wahrscheinlich auch, wen ich jetzt hochhalte. Und zwar ist es die liebe Lily Lucas. Das ist der Auftakt zu ihrer Cherry Hill-Reihe, aber die meisten werden sie vermutlich von ihrer Green Valley-Reihe kennen. Das sind alles Romane mit Kleinstadt-Setting, also Green Valley ist Kleinstadt-Setting. Das hier ist eigentlich auch Kleinstadt-Setting auf einer Obstfarm. Und es ist einfach, ja, wunderschön zu lesen. Ich liebe ihre Bücher, ich lese die so unheimlich gerne, weil ich zwar den Bezug zur Realität darin habe, mit Obstfarm und mit, ja, Familienproblemen, aber auch diesen Aspekt des Wohlfühlens jedes Mal spüre, wenn ich eins ihrer Bücher lese. Hier ist jetzt gerade der 4. Band erschienen. Tatsächlich habe ich ihn noch nicht gekauft. Ich werde das aber ganz zeitnah nachholen. Ich weiß auch gar nicht genau, um was es geht. Ich würde behaupten, es geht um eine der Schwestern, um eine der McCarthy-Schwestern. Aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, um was es geht. Ich will es einfach nur lesen, weil ich dieses Wohlfühl-Feeling zurückhaben möchte. Und deshalb ist auch die liebe Lilly hier in diesem Video vertreten. Wenn man mich fragt, wer ist deine liebste Autorin, nenne ich eigentlich immer den Namen der nächsten Autorin. Aber eigentlich ist es super schwer, weil alle Autoren, die ich hier heute hochhalte, ganz, ganz hoch bei mir im Kurs stehen. Ich nenne tatsächlich aber immer Lena Kiefer, weil sie eben einfach zwei meiner liebsten Genre abdeckt. Sie schreibt, was heißt zwei? Sie schreibt hier wie in Westworld zum Beispiel oder wie in der Don't Love-Reihe ganz viel wunderschöne New Adult-Geschichten. Und dann gibt es aber auch wieder, Lena Kiefer schreibt Fantasy oder Dystopie mit Knights oder Ophelia Scale. Ja, sie deckt alle meine Genre ab, die ich gerne lese. New Adult, Fantasy, Dystopie. Und deshalb finde ich es einfach so klasse, dass, ja, ich Lena Kiefer entdeckt habe, und ich hoffe, dass sie noch ganz, ganz lang so wundervolle Bücher schreibt.
Der Knackpunkt bei ihr, oder so für mich so ein bisschen das Highlight, ist es, dass es nicht wie gang und gäbe im New Adult-Bereich so ist, dass Band 1 sich um ein Pärchen dreht, Band 2 sich um ein Pärchen dreht, Band 3 sich um ein Pärchen dreht. Nein, hier in Westworld zum Beispiel oder in Ophelia's Gale oder in Knights oder in der Don't-Reihe geht es immer um das gleiche Pärchen. Die Geschichte wird quasi einfach weitererzählt und das finde ich richtig, richtig gut. Das ist für mich so ein, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber so ein Hauptmerkmal von Lena Kiefer Büchern und Reihen. Und ich liebe es einfach. Kommen wir last but not least zu dem Buch, das es 2022 zu meinem Jahreshighlight geschafft hat. Und ja, ich könnte eigentlich jedes ihrer Bücher in die Kamera halten, weil ich sie einfach alle gemocht habe. Ich spreche nämlich von Emma Scott. Ich habe tatsächlich die Lost Boy-Reihe noch nicht gelesen. Sie steht hier unangetastet in meinem Regal. Aber ich habe sie einfach ungesehen gekauft. Emma Scott schreibt einfach tolle Bücher. Emma Scott schreibt Bücher, die ans Herz gehen. Und Emma Scott schreibt Bücher mit Charakteren, die einen einfach völlig abholen. Und man fiebert so hart mit denen mit, wie ich es bei fast keinem anderen Autoren oder Autorin regelmäßig erlebe. Es ist immer mal irgendwo ein Buch dabei, wo ich sage, oh, der Charakter, der hat mich total gecatcht. Aber bei Emma Scott ist es einfach in jeder Reihe, in jedem Buch ist es ein Charakter, der mich noch tagelang danach beschäftigt. Hier war es Sawyer, heißt er, glaube ich. Mit Namen habe ich es nicht so, aber ich kann mich sehr gut an die Leute erinnern. Ich glaube, genau, Sawyer. Und er war einfach alleinerziehender Papa. Das hat mich damals so ergriffen, weil ich mich mit der alleinerziehenden Thematik ja auch sehr gut auskenne. Und hier war es eben ein alleinerziehender Papa, der sein Leben mit Kind regeln musste und sich und seine Bedürfnisse komplett hinten anstellen musste. Das Kind hat Prio 1 und die Bedürfnisse des Kindes hat Prio 1. Und es war einfach so schön zu lesen. Ich habe gefühlt das ganze Buch nur geheult, aber ich habe es geliebt. Und das ist das, was Emma Scott Romane mit mir machen und deshalb zu Recht auch heute hier vertreten. Ihr Lieben, das waren die 6 Bücher, die ich euch zeigen wollte, beziehungsweise die 6 Autorinnen, von denen ich grundsätzlich jedes Buch kaufen würde, ohne dass ich weiß, um was es überhaupt geht, aus dem New Adult-Bereich. Das ist ein langer Titel. Ich werde mir mal überlegen, wie ich es in den normalen Titel von YouTube packe. Ja, ich werde natürlich noch einen zweiten Teil drehen, das habe ich euch ja schon gesagt. Aus dem Fantasy-Bereich. Ich würde da natürlich auch gerne Lena Kiefer nennen, aber werde ich natürlich nicht tun. Es würde aber trotzdem passen. Wie immer packe ich euch die Links zu den Büchern unten in die Infobox. Da findet ihr sowohl den Amazon-Link als auch den Thalia-Link. Das sind wie immer Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr eins der Bücher kaufen wollen würdet und das über den Link tut, dann kriege ich eine kleine Provision und davon bezahle ich oder finanziere ich grundsätzlich mal mein Schreiben. Wenn ihr mich also unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne darüber tun. Kostet euch nichts extra und mir hilft es ein kleines bisschen. Das war's jetzt aber auch wirklich von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!